Jetzt auch nicht. Also, wie läuft's ab? So gegen 11 will ich hoffen, dass dann der Bernd oben im Hubwagen über den Dächern von Lünen schwebt. Die ganzen Lüner Menschen, die jetzt schon hier sind, und ich erzähle es nachher nochmal, aber jetzt erstmal hier zur Einstellung, die werden sich dann hier in der Mitte des Karrees befinden und der Bernd wird dann lautstark mit einem Megafon Anweisung geben, wo die Leute zu stehen haben. Das sieht wahrscheinlich total doof aus für die Leute auf dem Boden, weil die Perspektive von da oben ganz anders ist. Also er steht ja nicht direkt über uns und fotografiert von oben senkrecht runter, sondern schräg. Und weil er schräg fotografiert, müssen die Leute halt irgendwie ein bisschen schräg stehen oder dann eine gerade Linie ergibt dann auf einmal irgendwas Schräges und so. Also kümmert euch nicht drum, was der Bernd sieht und was der Bernd sagt, das ist dann letztendlich wichtig und so sollte es auch gemacht werden. Das ist das eine. Dann haben wir noch einen Fotografen aus Münster, Martin Lohoff, wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe. Der wird ein 360-Grad-Bild machen. Hat er mir gerade erklärt, wie es geht. Das ist der junge Mann hinter dem blauen Wagen mit der Kamera und der Zigarette in der Hand. Er wird diese Kamera postieren und dann einmal rund den Platz fotografieren. Einmal ganz rund. Die Kamera hat so Rasten, so eine Rastenanlage. Und da werden, glaube ich, 6 Bilder gemacht insgesamt. Und diese 6 Bilder werden hinterher zusammengesetzt. Dann noch einmal ein Bild nach oben in den Himmel und dann noch mal ein Bild nach unten auf den Boden. Und diese 6, 7, 8 Bilder werden dann zusammengesetzt, hinterher auch zu sehen über einen Link bei den Lohnnachrichten wahrscheinlich. Und dann kann man sich mal das Bild anschauen, mit der Maus rüberfahren und es bewegt sich in alle Richtungen und man kann sich vielleicht mit ein bisschen Glück auch selber wiederfinden. Bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Es wird spaßig. Wie ist das untere Teil des Mieters? Wie ist das rechte Teil? Das ist ein Riese. Das ist ein Riese. Das ist ein Riese. So, jetzt bin ich ein Ü-Punkt. Ist das cool? Ich bin ein Ü-Punkt. Fühl mich cool. Ein Ü-Punkt. Und wenn das das Ü ist, das ist das L, dann müsste das das N sein. Genau, das ist das N. Das sieht alles ein bisschen schief und komisch aus, aber ich hoffe, dass der Bernd, er hat auch eine Brille auf, dass das von da oben richtig aussieht. Es geht los! Bum, 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 stopp, 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 stopp. Heieieiei, ganz schlimm, ganz schlimm. Das haben wir nicht. Wir gehen jetzt, wie als würden wir auf einer Beerdigung sein, ja? Ein bisschen andächtig, in aller Ruhe. Nicht zertreten, nicht außerhalb der Linien stehen, in die Linien gehen und wirklich so hinstellen, dass ganz viele Leute Platz haben. Es ist auch völlig egal, ob sie unten im L stehen oder oben im L stehen, es ist völlig egal in aller Ruhe. Jetzt ist die Arbeit von 36 Monaten für uns. Also, so ist richtig schön, dann ist die Wählergemeinschaft für Lügen und ganz langsam hier bei der Herrschaft. Ja, das geht. Das ist ja wieder ein Rockkonzert von Bon Jovi, die alle gehen auf und die Leute jagen rein. Der Bernd ist da oben, ist die wichtigste Person überhaupt. Wenn der Bernd da oben sagt, wir machen gleich Kapriolen. Erstmal nur lächeln und dann machen wir nachher die Hände hoch. Dann ziehen wir uns die T-Shirts aus. Einen riesen Applaus für Bernd! Und einen riesen Applaus an und für euch. Danke, dass ihr heute hier wart. Okay.